Hallo Minecraft-Freunde, und da bin ich wieder mit dem nächsten Pistenshaus. Diesmal gibt es nur eine einzige Folge, also nicht Part 2, Part 3, sondern nur eine einzige, weil das hier war relativ schnell fertig, dank WordEdit auf Mooncraft. Jo, das große Minecraft-Buch. Fahren wir mal so ein bisschen hier rum. Oder fliegen, besser gesagt. Ja, da habe ich ein relativ großes Buch gebaut. Schauen wir uns das mal von innen an. Und zack, gelandet. Moment. Ein bisschen fliegen müssen wir noch. Geht schneller. Drücken wir Knöpfchen. Und da geht die Tür auf. Hier innen haben wir auch ein Knöpfchen. Machen wir die Tür zu, dass die Schwiegermutter nicht hinterherkommt. Machen wir mal Licht. Ja, fangen wir hier rechts an. Tür auf. Und dann sind wir in der Küche. Ups, ich habe das Licht angelassen. Na, macht nichts. Kann man die Küche gleich anschauen. Hier eine kleine Essecke. Hier viele Öfen, viele Schränke. Jo, dann haben wir hier in dem großen Regal dann halt noch einen Lichtschalter. Gut, machen wir Licht wieder aus. Und weiter geht's. Hier die Tür wieder zumachen. Auf zum nächsten. Tür auf. Und hier haben wir, da habe ich was vergessen. Das ändern wir mal schnell. Zack. So. Hier ist dann das Badezimmer. Einmal Licht. Hier mit Toilette. Ein Waschbecken. Große Badewanne. Hier konnte ich leider nicht so viel mit Pistons arbeiten. Das heißt, die Dusche, die ist noch automatisch. Kann man öffnen und schließen. Hier konnte ich leider nicht so viel mit Pistons arbeiten, da mir nach vorn und hinten nicht so viel Platz gegeben war. Im Nachhinein bin ich sogar bei dem Gedanken, war eine blöde Idee mit dem Buch. Aber ich arbeite ja schon an dem nächsten Pistenhaus. Machen wir das mal zu. Da habe ich weitaus mehr Platz. Gut. Dazu kommen wir beim nächsten Mal, was das nächste Pistenhaus angeht. Schauen wir uns jetzt erstmal hier überall um. Zack. Hier habe ich das nicht. Oh, das habe ich nicht automatisiert. Egal. Kann ja auch anbleiben. So, hier haben wir dann das Wohnzimmer. Einmal Licht. Bei dem Kamin, da konnte ich das diesmal auch nicht automatisieren. Das war mir nicht möglich, weil das alles ein bisschen eng geraten war. Da habe ich dann halt mit Redstone-Lampen gearbeitet. Kamin an, Kamin aus. Ja, hier einfacher Fernseher, Sitzecke und so weiter. Ja, so viel zum Wohnzimmer. Gehen wir wieder raus. Licht aus. Und Tür wieder zu. Dann gehen wir hier rein. Und machen hier auch mal das Licht an. So, das hier ist dann das Schlafzimmer. Großem Schrank. Oh, erhöhten Bett sollte das sein. Da fehlt das Bett. Das ändern wir mal schnell. So, jetzt stimmt die Sache wieder. Jo, so viel zum Schlafzimmer. Dann, wir sind ja noch nicht fertig, da gibt es noch ein bisschen was. Erstmal das Schlafzimmer wieder zumachen. Dann, hier könnte man. Moment.
Hier ist eigentlich ein geheimer Hebel und eigentlich sollte das zu sein. Hier könnte man normalerweise meinen, da geht es nicht weiter. Und hier drin ist dann halt ein versteckter Hebel. Da gehen wir ein bisschen vor, klicken nach oben, dann geht es auch weiter. Steigen aus und dann haben wir hier eine gigantische Schatzkammer. Ja gut, wer mit diesem Haus Survival spielen will, wird auf jeden Fall alles unterkriegen, denke ich. Wie ihr nach oben kommt, ja, keine Ahnung. Müsst ihr euch was überlegen. Auf jeden Fall viele Truhen. Ich habe da jetzt nichts drin da reingemacht, weil, ihr kennt das ja, bin arme Sau. Gut, so viel zu dem Buch Pistons-Haus, sage ich mal. Ich hoffe, trotz der ja, sehr wenigen Pistons dieses Mal gefällt es euch trotzdem. Die Map gibt es auch wieder zum Download. Ja, dann sage ich mal viel Spaß damit und tschüss.